Ja, liebe Sportfreunde, bewegtes Spiel liegt hinter uns. Ich denke, man sieht es mir nach, wenn ich sage, voller Freude, der Ausgang für uns. Ich hätte mir gestern überlegt, wie man die Pressekonferenz eröffnet. Da habe ich mir gedacht, ja, am besten wäre es, wir fangen in der Form mit dem Gästetrainer an, den Sportfreund Dietz, dass ich frage, Sportfreund Dietz, haben Sie mit diesem Widerstand gerechnet? Ja, ich möchte einfach mal anders anfangen, so wie ich das gehört. Glückwunsch an den FC Strausberg. Betrachtet man die gesamten 90 Minuten, war das völlig verdient. Ja, um die Antwort auf Ihre Frage zu geben, auch bei uns wachsen die Bäume nicht in den Himmel, wir wussten schon, was uns hier erwartet. Ja, die Gesamtsituation beim FC Strausberg, die war mir schon sehr gut bekannt. Die Mannschaft ist nicht so schlecht, wie sie vom derzeitigen Tabellenplatz steht. Ich denke aber insgesamt, dass wir ganz gut reingekommen sind ins Spiel, dass wir in den ersten 20, 25 Minuten ganz gut dabei waren, dass wir 3, 4 gute Möglichkeiten leider aus unserer Sicht liegen gelassen haben. Und ja, alle, die das Spiel gesehen haben, haben dann auch gesehen, dass man einen selten dummen Elfmeter bekommt, der Spieler läuft vom Tor weg. Das darf einfach nicht passieren, eine Mannschaft, die eigentlich sehr routiniert ist. Da mache ich ja meinem Innenverteidiger auch einen klaren Vorwurf, das weiß er selber auch. Ansonsten haben wir nicht viel zugelassen in der ersten Halbzeit. Dann muss man mit 0-0 in die Pause gehen und dann hat man sein Minimalziel erreicht. Kann man dann sicherlich einiges korrigieren in der Halbzeit. Das haben wir versucht. Ja, dann natürlich psychologisch, ja, völlig aus unserer Sicht unpassend dieses 2-0. Und da hat man schon gesehen, oha, jetzt wird es ganz, ganz eng. Ein Riesenvorwurf an meiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Wir haben es nicht verstanden, uns Torschancen rauszuspielen. Wir haben es nicht hinbekommen, ja, unser gutes Flügelspiel aus den letzten Wochen hinzubekommen. Insgesamt hat meine zentrale Achse das Spiel nicht so geleitet, wie wir das in den letzten Wochen gemacht haben. Insgesamt muss ich ganz klar sagen, bin ich enttäuscht vom Auftritt heute. Andersrum kommt das Ding hoffentlich zur rechten Zeit. Dieses Gerede von der Favoritenrolle, das ging mir persönlich auch schon ein bisschen an die Nerven. Ich glaube, heute hat jeder gesehen, dass wir noch lange nicht so weit sind. Wir sind letztes Jahr dem Abstieg entronnen. Ja, wir haben eine gute Mannschaft, aber das muss ja auch jedes Spiel immer wieder neu beweisen. Und ich denke, dass wir das heute ganz klar gesehen haben. Wir müssen uns alles erarbeiten, sonst schenkt keiner was. Und da waren wir heute nicht in der Lage, hier dem Gegner Paroli zu bieten, nicht in der Lage, uns zwingende Möglichkeiten rauszuspielen. Und deswegen geht der Sieg völlig verdient an Strausberg. Danke. Für die Einschätzung, es ist sicher so, dass unser Gegner heute spielerisch mich zumindest teilweise wirklich auch überzeugt hat, aber ganz großes Kompliment an unsere Mannschaft für ihre kämpferische Leistung, für ihre taktisch ausgereifte Leistung. Ja, würde denn gerne unseren Trainer, Co-Trainer Jörg Zander bitten, wie er das Spiel gesehen hat. Ich denke mal voller Freude, 2-0. Jörg kommt uns sicher gerade zurecht. Ne? Ja, erstmal ein recht herzlichen Dank trotz den Leistungen, die wir in den letzten Wochen gebracht haben, den Zuschauern, dass sie immer wieder da sind. Wie gesagt, aus Personalnot ist die Struktur der Mannschaft in der Taktik doch etwas verändert worden in der letzten Woche. Wir sind froh, dass es funktioniert hat. Ja, das war mit dem System, was wir gegen einen spielstarken Gegner, den wir erwartet haben, einfach versucht haben umzusetzen, so positiv geklappt hat, sind wir sehr stolz auf die Mannschaft, denn im Endeffekt ist es die Mannschaft, die uns hier die Punkte bringt. Ja, und da ist jeder Einzelne sehr wertvoll von den Spielern. Und wie gesagt, man sieht eben, wenn die Einstellung auf dem Platz stimmt, ist Strausberg einfach eine gute Mannschaft. Ja, und kann in der Oberliga bestehen. Und man sieht eben, dass man auch einen spielstarken Gegner mit einer Disziplin und mit einer Ordnung auf dem Platz eben doch bespielen kann.
und man wird dann einfach auch belohnt für die Arbeit und das haben sich die Jungs ganz toll verdient. Ja, vielen Dank, Jörg. Wir haben im Prinzip die Einschätzung der Trainer gehört. Im Wesentlichen übereinstimmend verdienter Sieg in Strausberg. Liebe Freunde, gibt es dazu zu dem Spiel oder zu den Einschätzungen drin jetzt noch Fragen? Von der Presse? Keine weiter. Dann bedanke ich mich bei allen für dieses Spiel, für die Pressekonferenz, für die saubere, ehrliche Einschätzung und wünsche natürlich beiden Mannschaften für die Saison viel Erfolg. Dankeschön. Ich habe